Ja, ich bin auch gestern Abend in unserer offenen Sprechstunde, die wir einmal im Monat haben, wieder gefragt worden, wie ist das eigentlich mit dem Bereich Unternehmensfinanzierung? Du bietest ja auch Finanzierungen an, du hast eigene Kapitalpartner. Wie läuft das? Also, da es sich um eine FAQ handelt, eine häufig gestellte Frage, hier einfach mal ein kurzer Überblick. Ich habe natürlich als Restrukturierer über den Lauf der letzten 30 Jahre auch ein Netzwerk von Kapitalpartnern. Die sind recht breitbandig. Das beginnt von Business Angels, die fünfstellige Summen in Startups als Seed-Kapital gerne investieren. Das geht über Family Offices, beispielsweise große Brauereifamilien, die ihr unternehmerisches Risiko gerne diversifizieren und auch in andere Branchen investieren, bis zu Industrieholdings, bis hin zu großen Pensionfonds, die Deals in Bandbreite von über 100 Millionen abschließen. Insofern, es gibt sehr viele verschiedene Investoren, die ganz unterschiedlichen Appetit haben. Man kann jetzt nicht generell sagen, es eignet sich nur für die oder die Industrie oder für die und die Investitionsbandbreite oder nur für Minderheitsbeteiligungen oder nur für Mehrheitsbeteiligungen. Das ist recht unterschiedlich. Man sollte da einfach miteinander reden. Bei Unternehmensfinanzierungen ist es ja so, das funktioniert no win, no deal. Das heißt, die ganzen Gespräche, die sind erstmal unverbindlich und die sind auch kostenlos. Und erst im Erfolgsfall fließt dann eine Provision, sodass man eigentlich da nichts zu verlieren hat, wenn man sich einfach mal austauscht.